Das waren die Tipps von Karin Beck-Leubel. Kaum eine andere Band hat 2014 in Österreich so sehr eingeschlagen wie die Indie-Rock-Band Wanda aus Wien. Im Oktober des vergangenen Jahres haben Wanda ihr Debütalbum Amore veröffentlicht. Die Feuilletons sprechen von einer neu losgetretenen Austro-Pop-Welle und der legitimen Nachfolge von Falco. In Österreich sind sie seit 13 Wochen in den Charts. Erst gestern wurden sie gleich viermal für den renommiertesten österreichischen Musikpreis, den Amadeus Austrian Music Award, nominiert. Die Wanderwelle schwappt nun nach Deutschland über. Ab morgen sind Wanda auf Deutschland-Tour. Der Start ist in München. 17 Termine stehen auf dem Programm. Die meisten sind bereits ausverkauft. Stefan Schlager hat dieses Phänomen Wanda untersucht und die Musiker getroffen, bevor sie sich nach Deutschland aufmachen. Backstage, vor dem Konzert im Posto Flins. Die Anspannung steigt. Man vertreibt sich die Zeit vor dem Auftritt. So schnell kann es gehen, denn mit ihrem Debütalbum haben Wanda einen kometengleichen Start hingelegt. Jetzt spielen sie in ausverkauften Hallen. Kritiker geben sich überschwänglich. Von einer Renaissance des Austropop ist bereits die Rede. Wanda nennen ihre Musik lieber Pop mit Amore. Schnell mussten die fünf Wiener bemerken, dass man bei so viel Aufmerksamkeit das Heft nicht mehr allein in der Hand hat. Ich könnte jetzt sagen so, Wanda, das ist Amore, Wanda, das sind Lederjacken, aber es ist schwierig irgendwie. Ich glaube, wir wissen jetzt selbst nicht mehr, was Wanda ist, aber zum Glück wird uns das ganze Projekt ein bisschen abgenommen, weil jetzt entscheiden die Leute selbst, was Wanda ist und es macht sie glücklich und das ist mal sehr wesentlich irgendwie. Wiener Charme, der berühmte Schmäh und ein gewisser Hang zur Großspurigkeit. Wanda spielen gekonnt mit Wesenszügen, die bereits Falco und Co. berühmt gemacht haben. Wir werden ja ständig mit dem Vorwurf konfrontiert, dass wir arrogant sind. Das ist halt schwierig, weißt du, dann halte ich lieber die Pappen irgendwie voll und sag gar nichts mehr irgendwie. Du weißt das, wenn du dir ehrlich bist, genau. So schnell findest du sicher nicht eine bessere Frau. Lass den Thomas los. Er kann nichts dafür, sie kommt sicher nicht so bald durch diese Tür. Wir kommen schon so ein bisschen aus dem Falco-Eck, weil wir das, was er gemacht hat, bewundern und weil das gar nicht zu unterschätzen ist, finde ich, irgendwie, was die da alle aufgeführt haben. Irgendwie. Das waren schon wilde, freie Hunde irgendwie. Diese ganze Partie, Falco, Hallucination Company, Tradi Wawal, Hansi Lang und so. Also ich glaube, wir kommen mehr aus der Ecke als aus der Wolfgang Ambros-Ecke. Wanda geben sich Klischees bereitwillig hin. Der Griff zum Weinglas und die Sehnsucht nach dem Ende werden zelebriert. Das höchste Gut ist und bleibt jedoch die Liebe. Man kann sich nicht vollwertig zur Liebe bekennen. Amore ist ein Ideal, das man nicht einhalten kann. Man kann es in Phasen einhalten und allein der Anspruch zeichnet einen Menschen schon aus. Das einzig Tragische an der Liebe ist, dass sie ausgelöscht wird durch den Tod. Aber bis dahin ist es ziemlich cool eigentlich. So, so kleine Gesten, das ist Amore wahrscheinlich. Das Leopoldi-Stüberl im 2. Wiener Gemeindebezirk ist das Stammlokal der Band. Eines der letzten Ur-Wiener Cafés. Der Mief, das Angestaubte, die zwielichtigen Ecken der Stadt, Sozialromantik und wohldosierter Kitsch werden von Wanda durchaus mit Kalkül eingesetzt. Ist ein Schmäh, oder? Ist ein Trick, irgendwie voll. Wir haben halt früh erkannt, dass Kunst immer eine Auseinandersetzung ist
mit entweder einem Ausdruck von Lebensfreude oder einem Problem mit Lebensfreude irgendwie. Und da changiert das so hin und her. Schickt mir die Post schon ins Spital. Was sein muss, muss auch wirklich sein. Besucht die Mama, wenn sie schläft. Wir sind einfache Typen ohne viel Hirn oder so. Ich weiß nicht. Ich kann ja meine eigenen Texte nicht analysieren wie ein Musikwissenschaftler. Ich bin viel zu dumm. Ich glaube, wir sind alle sehr dumm. Eigentlich. Na, ich finde, das ist den Journalisten überlassen, was sie aus uns machen. Wir lassen uns verzerren in jede Richtung, weil uns geht es nur ausschließlich um das Ritual eines Konzerts. Irgendwie. Da sind wir daheim. So viel ist sicher. Dumm sind Wanda bestimmt nicht. Denn das Konzept Pop mit Amore geht voll auf. Und Wanda funktioniert auf dem Album genauso wie live auf der Bühne. Bologna, meine Stadt!